Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Paui und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu Torn Away. Also, letzte Episode sind wir sozusagen in die Stadt erreicht, hatten aber grausam Hunger und darum schlichen wir uns in die Küche von dieser Dame hier und wollten eigentlich die Kuchen stehlen, doch sie hat uns bemerkt und gesehen, dass wir hungrig sind und uns dann ein Stück Kuchen abgegeben. Tja, und das ist jetzt genau über 100 Tage her und seither wohnen wir hier. Na, Kleiner? Na, bist du ein braves Katerchen? Na, kann man nicht ganz so behaupten. Du hast hier ganz schön Dreck gemacht. Ja, und diesen Dreck müssen wir jetzt natürlich auch wegmachen. Doch zuvor, schauen wir doch mal, müssen wir noch ein bisschen was vorlesen. Ich habe ein bisschen mal nachgeschaut. Gibt's eigentlich ganz schön, das haben wir eigentlich schon angeschaut in der vorigen Folge. Aber der Rest hier, oi. Da gibt es einiges noch zu lesen. Ich werde jetzt einfach immer so ein paar, ich werde einfach mal hier ein paar Seiten mal vorlesen und danach eben vielleicht am Schluss noch mal den ganzen Rest. Mama, dein Geschenk ist das Allerbeste. Oh. Das ist natürlich der Hut, die Mütze hier. Nur tragisch, wie wir ihn erhalten haben. Also falls ihr das Video noch nicht geschaut habt, empfehle ich euch sehr emotionale, geniale Stelle. Ich hab dich so lieb, Mama. Ich vermisse dich so sehr. Ja, das tun wir. Das tun wir alle. Sei nicht traurig. Schreiben wir das zu ihm oder sagt er das zu uns? Hörst du ein bisschen gekleckert, sehe ich gerade. Zis. Aber anscheinend kein gutes Stift mehr gehabt. Ich fühle mich, als würde ich seit Ewigkeiten laufen. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich habe sowieso keine andere Wahl. Mama. November 1944. Und eben der Brief haben wir irgendwo gefunden. Die Blume kann mich jetzt aber nicht erinnern, wo wir es aufgenommen haben. Warum haben sich diese Leute versteckt? Ich verstehe das gar nicht. Da weiß ich auch nicht genau, was das jetzt gemeint ist. Okay, gut, wenn es nur mal so wenig zu lesen gibt, dann geht es eigentlich schnell vorbei. Mama hatte diese, aber sie tauschte sie um mit mir einen Hut. Oh. Die Mutter hatte Ohrringe gehabt, wertvolle Ohrringe, und da hat sie die eingetauscht für unsere Mütze, dass wir dann etwas Warmes haben. Ah, das ist jetzt übrigens der Moment, wo ihr aufstehen sollt, zu eurer Mama gehen und sagen, wie sehr ihr sie lieb habt. Macht das bitte. Seid ihr fertig? Gut gemacht. Ganz gut gemacht. Schließlich ist seine Mama auch nicht immer da. Und was haben wir hier? Ah, glaubet, ja, das ist der Brief, den wir schon bekommen haben. Also, beziehungsweise hat unsere Mutter vorgelesen, oder ich glaube, wir haben das vorgelesen, sind aber danach eingeschlafen und unsere Mutter hat den Brief zu Ende gelesen. Kurz bevor dann eben ein tragisches Ereignis passiert ist. Ich empfehle euch unbedingt, die vorigen Videos anzuschauen. Wirklich, das Spiel ist absolut genial. Ich dachte, Papa wäre gekommen, um uns abzuholen. Aber stattdessen trafen wir Igor. Er hatte sich auch verirrt. Er kommt irgendwann nach Hause. Hoffen wir mal. Hoffen wir, dass er auch zu seiner Frau und Kind zurück kann. Ich weiß nicht, warum Igor mir dieses Foto gegeben hat, wenn es ihm so viel bedeutet. Ja, wahrscheinlich einfach, seine Familie zu schützen. Wenn er die andere herausgefunden hätte, dass er da noch eine Familie hätte, hätten sie wahrscheinlich ihn das auch verschleppt. Ich, должно быть мягкая у Frau Креслице. Wir dürfen doch drauf sitzen, oder? Не время еще отдыхать. Труд, конечно, облагораживает, но нас с тобой бездельниками назвать сложно.
Вот когда все сделаем, тогда и поваляемся со спокойной душой. А, schön, schön. Was haben wir hier auf dem Tisch? Oh, zwei Tassen. Hoffentlich mit richtigen Kaffee und Tee. Na? Посуда еще со вчерашнего вечера осталась. Фрау в последнее время немного рассеянная, да и я почти не помогаю. Неправда, ты у меня молодец. Посмотрел бы я на кого-нибудь, кто в твоем возрасте столько пережил. Давай лучше уберем это все сами. Мысль хорошая. Ja, da will ich mir noch kurz ihr helfen. Räumen das Ganze weg, aber ich glaube, sie ist zerstreut wegen diesen Briefen hier. Ah, zuerst das da drauf und das komplett drüber. Dann гораздо лучше. Осталось отнести посуду в раковину. Все чисто, остается только накрыть на стол. Если соберешься что-нибудь готовить, конечно. Haben Sie abgewaschen? Okay. Was steht denn da? Ah, Propaganda. Okay, die deutschen Truppen sind stärker als je zuvor. Die Reichsarmee erobert Europa weiter, Stadt für Stadt. Die UdSSR und die Alliierten sind auf dem Rückzug. Ihr Geist ist gebrochen. Der Sieg wird unser sein. Как же так? Ah, glaubt das nicht, Asia? Да быть этого не может, брешут они. Нашла кому верить. Когда же все это уже закончится? Скоро, моя милая, скоро. Ja, das kann leider nie jemand vorhersagen, aber irgendwann wird's vorbei sein. Hoffen wir zumindest. Auch mit aktuelleren Vorfällen. Wie ihr jetzt bereits schon gehört habt, mit Israel, Palästina. Ist zwar nichts Neues, aber eben, da kommen Zeiten auf uns zu. Na, also muss ich auch klappen. Фрау оставила свой ежедневник. Что это на нее нашло? Да уж, на нее это не похоже. А давай посмотрим записи. Вдруг станет понятнее. Ты плохо на меня влияешь. Да, hat er recht. Es geziemt sich nicht, in anderen Büchern zu lesen. Besonders nicht im Terminkalender oder im Tagebücher. Inventur im Laden machen, mit Frederik über Schulden sprechen. Ah, da haben wir das Problem. Die Katze füttern, Boden wischen, Abendessen machen. Und da oben steht da schon aufwischen. Так много дел, Фрау, а я даже не замечала. Да уж, она женщина деловая. Und sie hat uns aufgenommen und hat selber kaum mehr Geld. Надо бы помочь. Отличная мысль. Давай переведем, что написано, и поймем, что сделать надо. Im Katze füttern, Boden wischen, Abendessen machen. Gut. И пометь еще, что меня подлатать нужно. Okay, gut. Machen wir auch noch. Ну что, раз фронт работ понятен, давай приступать. Есть. Okay, gut, fantastisch. Jetzt haben wir tatsächlich einen Plan, was wir machen können. Aber zuerst mal noch abwaschen. Na? Ach, kann ich nicht weiter hoch. Schade. Keine Sorge, du bekommst gleich was zu fressen. Na, Kätzchen, hat dir das Fressen nicht gepasst? Nee, руками оттереть не получится. Aber ich könnte eben noch nicht verwenden. Einfach Wasser tunken, aufwischen, fertig. Schade. Für einfache Lösungen will sie nicht zu haben. Сколько хороших книг у Фрау. И ты уже все прочла, небось? Und das dürfte wahrscheinlich ihr verstorbener Mann sein. Да прям. Я так, потихоньку. Муж Фрау ушел на фронт. И сын тоже. Как мой папа. Oh. Also ihr Mann und ihr Sohn. Eventuell schon beide gefallen. Oje, oje, oje. Только воюют они там против наших. Ну да. Ja, aber jetzt ist wahrscheinlich ein gewisses Konflikt. Eben selber entführt von den Deutschen alles und jetzt hier von den Deutschen aufgenommen. Drehen wir es um. Nichts zu sehen. Ah. Da weiß man auch wirklich nicht, wie man das Ganze vom Emotion her
Also ich hoffe, ich werde selber und ihr auch nie so etwas erfahren müssen. Aber leider wird das irgendwann wieder mal passieren. Oh, kann man es aufmachen? Was ist denn jetzt passiert? Ah, wir müssen es einfach aufklappen, anschauen und dann? Was suchen wir denn genau? Oho, ein Schlüssel! Hm, вот ты где спрятался. Ach ja, stimmt, ja, bei der Nähmaschine gab es ja ein Schloss. Oh, тайник у фрау, что надо. Сразу видно, человек культурный. Gut, Schlüssel, du bist mein. Na, trotzdem vorsichtshalber schauen wir noch in den anderen beiden Büchern nach. Ist zwar, macht zwar keinen Sinn, zweimal das gleiche Versteck zu benutzen, aber man weiß ja nie. Ah, das gibt sogar einen Erfolg. Danke. Und da geht's wahrscheinlich raus, Может, oder? Выскочим воздухом подышать. Погода, конечно, хорошая. Но я не хочу подставлять фрау. Слишком рискованно. Что верно, то верно. Мы тут на птичьих правах. Trotzdem müssen der Selman noch ein wirklich Dankeschön sagen, dass sie uns eigentlich aufgenommen hat. Wohl wissen, dass wir sozusagen aus einem anderen, also feindes Land kommen. Da geht's wahrscheinlich jetzt zur Küche. Das dürfte wahrscheinlich der Kühlschrank sein, oder? Oh, was haben wir denn hier? Hübsches Gläser, Mühe, Eier. Könnte wahrscheinlich Marmelade sein. Aber dabei weiß ich noch nichts, was wir anfangen müssen. Stimmt, du brauchst ja Katzenfutter. Wo könnte das sein? Komm. Ah. Mist. Draufbleiben. Okay, wir können da nicht weiter hoch nach oben. Wir können hier was braten. Kartoffeln. Aber gute Frage, wo ist das Katzenfutter? Hm. Oder müssen wir dich mit Milch füttern? Und ist das da hinten Katzenfutter? Na komm schon. Raus damit. Kannst du hin und her schieben. Da haben wir Würstchen. Aber ich stelle den Katzenfutter in den Kühlschrank. Da ist wahrscheinlich gar kein Katzenfutter. Sorry, Kleiner, bist ein bisschen hungrig bleiben. Also, dann machen wir jetzt als erstes mal, blicken wir mal den Handschuh. Das können wir dann anschließend, können wir mit dem Besen alles hier noch aufwischen. Das sind schon mal zwei Aufgaben, die wir dann erledigt haben. Geschirr noch abwaschen. Sehe ich, dann öffne dich. Oho, похоже, Frau здесь не только нитки прячет. Ja, was ist das, ein Radio? А я все думала, куда она его убирает? Такие времена, что радио лучше держать подальше от посторонних глаз. Hm, könnte auch ziemlich wertvoll sein. Kann man auch sicher verkaufen. Ну что, послушаем, что там с передовой вещают. Oder vielleicht ist genau das, wovor man sich fürchtet. Давай все-таки пока с остальными делами закончим. Wahrscheinlich ist genau das, wovor man sich fürchtet, dass sie plötzlich dann die Nachricht bekommt, dass dann eben ihr Mann und so gefallen ist. Also nicht ganz konkret, aber also, dass erfahren wird, aber dass sie einfach die Nachrichten bekommt, also die Nachricht hören wird, dass die ganze Zeit dann die Wehrmacht zurückgeschlagen wird. Ну что, я готов. Ага. Смотри, я для верности прошью тебя по контуру. А ты точно умеешь этой штукой пользоваться? Да, фрау мне все объяснила. Чтобы сделать шов, крутишь маховик. Если нужно поправить ткань, аккуратно ее двигаешь. Звучит просто. Ist doch einfach, aber ich muss jetzt baden, geht nicht. Oh. Oh, das heißt also. Na komm schon. Reicht das schon?
Ich kapiere es gar nicht, was wie das jetzt ablaufen soll. Aber eigentlich müsste da unten jetzt irgendwie so eine Art Fußpedal sein. Oder habe ich gar keine Schnur dran getan? Auf die andere Seite drehen bringt auch nichts. Komisch. Es müsste doch eigentlich doch so drehen. Einfach drehen und dann ist es eigentlich dann die Nadel. Das müsste ja theoretisch doch so nähen. Aber sobald ich dann loslasse. Hä? Wie funktioniert denn das jetzt? Es klemmt. Komisch. Okay, gehen wir wieder zurück. Anscheinend funktioniert das nur so. Wenn es das so richtige dran ist. Bewegt sich der Handschuh denn etwa? Bei Faden habe ich es auch nicht. Und so rumdrehen geht er auch nicht. Ich mache jetzt irgendwas falsch. Aber was? Hat sich jetzt tatsächlich der Handschuh bewegt? Moment mal. Ach nö, das soll das ein Witz sein? Ich muss tatsächlich so lange drehen, bis das kann. Oh Gott. Das wird eine halbe Ewigkeit dauern. Eine halbe Ewigkeit und 3 Tage. Wie ist das denn eigentlich sich gedacht? Okay, wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe. Und das Rädchen dreht rundherum, rundherum, rundherum. Und das Rädchen dreht sich weiter rundherum. Voll öde. Oh, ну наконец-то все. Теперь как новенький. Sechs Minuten. Ich habe jetzt mit das hier 6 Minuten gebraucht. Man muss die ganze Zeit nur durch den Draht drehen. Dann die Handschuhe richtig drehen, also auf den helleren gelben Streifen in die richtige Richtung schaut. Und dann weiter nähen. Naja, soweit. Oh, nein. Das ist jetzt wirklich ein schlechtes Spiel. Also ich muss sagen, das ganze Spiel jetzt einfach das hier einfach. Ну, новенький, это сильно сказано, но чувствую я себя действительно лучше. Спасибо тебе. Bitte gern geschehen. Das war sicher 10 Minuten, also ein paar Minuten, die ich gebraucht habe, um zu kapieren, dass ich tatsächlich das ganze Zeit wirklich drehen und in die richtige Richtung schauen muss. Oh Gott. Also bitte, also so etwas will einfach nicht. Nein, danke. Das ist zwar nicht gemeint, als Hommage vielleicht an die alten Zeiten, wie die Mütter dazu mal so wirklich viel Mühe geben mussten, um es zu nähen, aber spieltechnisch ist das wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. Oh, zumindest haben wir es jetzt hinter mir. Das Schlimmste haben wir jetzt schon mal hinter uns. Also wirklich, das war jetzt wirklich 6 Minuten lang, muss ich einfach immer so drehen, dann wird. Und dann war es vorbei. А помнишь, как ты меня метлой в бараке снимал? Also, ja. Я тогда еще на пол больно шлепнулся, но виду не подал. Эх,
Были же времена. Ja, sorry, ich wusste gar nicht, dass du Schmerz empfinden kannst. Ну да. Sorry, wirklich. War nicht ernst gemeint, keine Absicht. Gut, machen wir jetzt mal deine Spuren weg. Einmal drüber und fertig. Du hättest das eigentlich das vorhin auch gebrauchen können. Und nicht etwa 200 Mal ganz Zeit das Ding zu drehen. Oh. Das wird die Idee fast auf Steam wirklich anmerken, dass das wirklich das Schlimmste ist bis jetzt. Кажется, все. Молодец. Думаю, Frau будет приятно. Was sagt der Eckleber? Ach, schnell, erzähl mal. Frauen? Hast du irgendwas? Oder Frauen? Это меньшее, что я могу для нее сделать. Осталось швабру на место положить. Würde mich einfach bloß interessieren, aber eben. Er ist explizit immer noch nicht auf Russisch ohne Titel, mach ich jetzt nicht hier. Ansonsten versteht ihr auch nichts, was da ganz gesprochen wird. So wie ich. Батюшки, кто это? Не знаю, но фрау говорила никому не открывать. Вот. Смотри, смотри. Они что-то просунули под дверь. Давай посмотрим. Ох, не доведет тебя до добра твое любопытство. Ну а вдруг там что-то важное? Mag zwar sein, aber ich möchte zuerst mal die Katze füttern. Aber eben, wo ist das Katzenfutter? Na, Dücken bringt's nichts. Ну что, давай разбираться, что и как готовить будем. Ah, wir müssen ja noch das Essen kochen, stimmt. Hm, Essen kochen. Was könnten wir da herzhaftes zaubern? Wer ist mit Borsch? Frau явно собиралась приготовить завтрак. Sie war dabei, Frühstück zu machen, und dann ist sie weggegangen. Может, кто-то ее поторопил, и поэтому она ушла. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Хочешь закончить начатое? Почему бы и нет? Oh, was haben wir denn hier alles? Ich steck das Messer in dem Sack da drin. Oh, wir können Kartoffeln schälen. Okay. Okay, ich muss das festhalten. Und ritsch, ratsch. Und einmal Kartoffeln schälen. Einmal Varius Nase schälen. Der aussieht wie so eine richtige Knolle, obwohl das ist ja eher optisch eher wie Knoblauch. Kann man das drehen? Okay, gut. Пол картофелины, считай, очищены. Hurra, die halbe Kartoffel haben es geschafft. Auf jeden Fall, ich muss ab und zu ja auch in der Küche helfen. Oh, Kartoffelschälen, ey, das ist wirklich Heidenarbeit. Aber weißt du, was noch schlimmer ist als Kartoffeln? Kohlrabi. Habt ihr mal Kohlrabi geschält? Oh, das ist wirklich kein Zuckerschlecken, kann ich euch sagen. Absolut hart, Schale und so. Еще чуть-чуть? Вот и первое готово, молодец. Ja, wie ist das am Schluss gedreht? Dass ich das die ganze Zeit einfach so drehen, das wäre noch viel lustiger. Einfach mal versuchen zu schälen, wenn es die ganze Zeit dreht. Na, komm schon. Kartoffel, dreh dich. Ah, also ich muss sagen, das wird wahrscheinlich bis jetzt das actiongeladenste Let's Play-Folge von Tornaway sein. Na, wahrscheinlich nicht. Sie werden wahrscheinlich schon wieder abgeschaltet haben, weil ihr voll Dramatik erwartet habt. Und dann schnell seht ihr einfach ein Let's Player, wie ihr Kartoffeln schält. Ups. Не дурно, не дурно. Am Schluss macht es noch ab selber. Okay, gut. Aber trotzdem, ich finde es einfach nice, wie das ganze Spiel eigentlich so optisch aussieht und aufgebaut ist. Zwischendurch muss es nicht immer alles so dramatisieren, die ganze Brutalität des Krieges zu zeigen. Nein, wir können es auch etwas so wie das hier machen. Mal einfach etwas Freundlicheres. So, Kartoffeln geschält, fast. Noch jetzt ein bisschen Schale hier. Еще чуть-чуть. Ну что, этого хватит. Остается только отварить. Ah, Kartoffel kocht man. Oh. Alle Kartoffeln geschält Erfolg bekommen. Also hier bekommt man ganz schön viele Erfolge dazu.
Man muss jetzt die Kartoffeln einfach so nehmen, aber... Без воды мы вряд ли что-то состряпаем. Definitiv. Also brauchen wir jetzt mal Wasser. Вот и кастрюлька. Надо бы воды набрать, если хочешь сварить чего-нибудь. Ja, deshalb nehme ich auch den Topf. Weißt du, Kamerad Hanschu, ich weiß zu schätzen, dass du jedes Mal etwas sagst, aber teilweise bist du wirklich recht nervig und erzählst einfach Dinge, die wir schon wissen. Здорово, ты справилась. Ach stimmt, wir machen einen Abwasch, habe ich ganz vergessen. Да что тут особенного? Okay, wir haben den Abwasch gemacht. Perfekt. Думаю, столько воды хватит. So. Ab auf den Herd. Ну что? Бросим картошечку. Нам бы к картошечке чего-нибудь мясного найти. Muss ich nur einschalten? Ich meine, Kartoffeln brauchen sehr viel länger. Apropos Kartoffeln, kennt ihr noch die Werbung, wo der Ehemann schon die Kartoffeln geschält hat? Hä? Wieso blanchieren? Kartoffeln kocht man. Halt, Moment. Setz mal das hier rüber. Würstchen. Колбаски немцы умеют делать. Надо отдать им должное. Ah, gutes deutsches Würstchen. Пахнет вкусно. Пожарить бы, да картошечки отварить. Natürlich, du brätst die Kartoffeln, ne? Die kochst du Kartoffeln. Brätst die Kartoffeln. Was ist denn das hier für ein komisches Schieberätsel hier? Oh, любимое лакомство Черноша. Ah, das ist doch Katzenfutter. Чтоб я так жил. Oh, wir haben Katzenfutter gefunden. Okay, gut. Zuerst wird die Katze gefüttert, dann sind wir dran. So viel Zeit muss wirklich sein. Ich weiß, das ist jetzt einfach nur Spielstreckung par excellence, beziehungsweise Let's Play-Streckung par excellence. Aber es muss auch sein. Ja, schon scheiße. So. Na, lass dich schmecken. Siehst du, Kätzchen? Er frisst's. Was könntest du auch mal machen? Hast du mich schon satt? Werde überrascht, wie häufig man Katzenfutter in die Schälchen legt und die Katzen rühren es nicht mal an. Ja, so etepetete bist du, eh? Так. Сосиски на сковородку. Вот так. Ach, kein Öl? Остается зажечь плиту и дело в шляпе. Weißt du, was Gas aufdrehen? Und jetzt noch an das Streichholz anzünden. Meine Lieblingsdisziplin. Спичек полно, так что не переживай. Ja, wie so wie beim Piloten. Nur eins? Wir müssen noch was anderes anziehen. Und du kochst jetzt einfach alles auf der einen Herdplatte. Kartoschka, кажется, готова. Можно выкладывать. Ja, das ging aber schnell. Okay, wir machen nur die eine Dingsplatte an und kochen alles nacheinander. Na, Pfanne, kann ich dich einfach so mal nehmen? Na, endlich. Ah, kann ich nicht umschwenken. Da werden sie aber auf nur eine Seite вот schwarz. Колбасочки готовы. Пахнет замечательно. Ja, es wird nur ein bisschen Senf. Только не забудь плиту выключить. Ich weiß, ich bin ja wahrscheinlich ein Rappen, also kulinarische Sau, wenn ich Senf sage, aber eben, ich erb gern mehr Senf. Ну, вроде все готово. Можно накрывать на стол. Какая же ты самостоятельная. Аж гордость берет. Ja, da sind wir. Muss einfach das Essen noch zuerst nehmen. Okay, gut. Aber jetzt müssen wir halt den Brief lesen. Jetzt haben wir das Essen vorbereitet und alles. Jetzt müssen wir das Ding hier lesen. Was haben wir denn hier?
Liebe Selma, sei vorsichtig, in der Nachbarschaft kursieren Gerüchte, dass du nicht die richtige Partei unterstützt und dass du vielleicht sogar den sowjetischen Geheimdienst hilfst. Ich weiß nicht, wer es auf dich abgesehen hat. Die Gerüchte könnten von dem russischen Mädchen stammen, das du aufgenommen hast. Ich weiß, dass sie dir viel bedeutet, aber bitte sei vorsichtig, ein besorgter Nachbar. Oje, oje, oje. Неужели фрау грозит опасность? Это может быть из-за меня. Ja, leider, leider. Die haben wahrscheinlich von dir gehört, wie du gerade mal Russisch gesprochen hast. Und dann wahrscheinlich haben sie es dann irgendwo weitergeleitet. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt zu mir gesagt hat. Aber sie war früher, also in DDR aufgewachsen. Und hatte Russischunterricht und alles. Aber sie muss einmal, wie soll ich sagen, ein von ihren Nachbarn hat die ganze Zeit wirklich für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet und hat eben dann die Informationen weitergeleitet an den, also vom Staat, an den Staat. Sie wurden wirklich per Moment von einem Nachbar ausgehorcht. Да брось, это всего лишь слухи. К тому же, может быть, ты не так чего поняла, все-таки на немецком. Nein, sie hat richtig verstanden. Ладно, покажем записку фрау, как она вернется, и там будем думать. Вот, это правильно. Лучше не делать поспешных выводов. Ой, я hoffe, können wir überhaupt das Essen genießen. Nee, das ist das Schlimmste. Можно накрывать на стол. Wollen wir das nicht zuklappen? Ich meine, das ist ja ziemlich offensichtlich, dass wir gelesen haben. Wo kommt die Gabel? Kommt rechts? Mein liebes Kind, Gabel kommt immer links. Messer und Löffel ist rechts. Ja. Красота. Теперь можно и поесть. А я хотела дождаться фрау. Так остынет же. Лучше пусть остынет, чем есть в одиночестве. Справедливо. Wir warten jetzt auf sie. Ой, чуть не забыла. Мы же радио хотели послушать. Да, оно ждет тебя в шкафчике, где швейная машинка. Да помню я. Das Radio anhören. Oh oh. Hoffen wir mal, dass es gut kommt. Пойдем скорее в кресло радио слушать. Идем. Okay. Zurück in den Sessel. Da wollte ich einfach schon vorhin hin, aber ich durfte ja nicht. Победа близка. Советские войска уже в Польше. Мирные немцы не поддерживают фашистов и переходят на сторону СССР и союзников. Фронт совсем рядом. Сотни или даже десятки километров. Добраться до него, до своих, остарбайтеры или пленные могут пешком или на поезде. Вот так дела. Когда выдвигаемся? Dann ist es auch kein Wunder, dass es weggesperrt hat. Wir haben die ganze Zeit russisches Radio gehört. Und das hören die Nachbarn. Oh. Oje, oje, oje. Die gute Frau hat uns aufgenommen. Und jetzt wird sie von den Nachbarn verpfiffen, dass sie angeblich für die Sowjets arbeitet. Oh. Und für den Feind arbeitet. Oh, hoffentlich haben wir jetzt. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt gut kommt und nicht plötzlich hier die Wohnung gestürmt wird. Думаешь, пора? Да как сказать? С одной стороны, сейчас тепло, идти легче. С другой, все еще огромный риск. Сейчас у нас крыша над головой, еда. Мы с тобой чудом выжили. Не факт, что повезет снова.
In der Regel, wenn jemand sagt, dass wir Glück gehabt haben, hält es nie lange an. Тогда что ты предлагаешь? Нужно все хорошенько обдумать. Это правда. Eieiei, hoffen wir einfach, dass es jetzt gut kommt. Ася, проснись. Возьми ключи и запрись в комнате. Не переживай, alles wird gut. Alles wird Сиди gut. Тихо, а я договорюсь. Und ich weiß, wofür der Schlüssel auch noch ist. Nicht nur für das Schlafzimmer, nein, sondern auch für die Luke, wo wir wahrscheinlich abhauen werden. So, bist du schnell das Geschenk, noch das Geschenk für die Mutter? Also komm schon, nimm doch! Sollen wir wirklich an die Tür lauschen? Не пойму, что они там говорят. А? Поступили жалобы за одним столом с русской девочкой. Советские передачи по радио. А сейчас? Что там у них происходит? Это солдаты. Уводят ее куда-то. Идут сюда. Так, нам нужно убегать и как можно скорее. А, die arme Frau. Ну уже, Ася, они сейчас выломают дверь. Ich wollte doch noch das Geschenk mitnehmen von unserer Mutter. Wieso nehmen wir das jetzt nicht mit? Das ist doch das Letzte, was wir von unserer Mutter haben. Какой кошмар. Бедная Frau. Auf jeden Fall, das ist das erste Mal, dass die Nazis uns wirklich erwischen. Wenn wir bedenken, der andere Video, wo sie auf uns geschossen haben. Теперь-то у нас одна дорога. Домой. Главное не оглядываться. Sparspiel. Okay. Also rennen kann ich nicht. Hoffentlich komme ich auch da raus. Aber trotzdem die arme Frau, die arme selber. Wegen uns wird sie jetzt verhaftet. Uiuiui. Wieso war mir das? Я уж было стал забывать про наши передряги. Darf ich jetzt bitte, Kamerad Handschuh? Danke. Irgendwie war das wieder zu einfach. Es muss immer irgendwas zusammenklappen oder sonst irgendwas, so dass wir dann runterplumpsen. Wieder irgendwo anders landen. Würde mich aber interessieren, kann man da was einsammeln? Nee. Hätte mich bloß interessiert, vielleicht hätten wir da noch einen Erfolg bekommen. Aber gut, jetzt gehen wir halt durch den Keller nach draußen. Oh oh. Wann hören die uns? Und jetzt? Denn jedes Mal, wenn ich vorbeigeschlichen bin, haben sie mich erwischt. Ja, jetzt schon wieder. Er muss einfach durchrennen. Ey, das ist jetzt das erste Mal, dass man das machen muss. Надеюсь, ворота заперты плотно. Упс, das habe ich nicht gesehen.
Bitte nicht das Licht einschalten. Das war jetzt knapp. Ah, jetzt kommt wieder etwas ganz Normales, das wir kennen. Den Suchkegel. Okay, der bleibt jetzt lang dort. Ganz kurz angedeutet nach links. Ach, ich bin zu weit da vorne gestanden. Okay, gut, kein Problem. Okay, schauen wir mal, wie lang bleibt. Lang geht. Dort bleibt er jetzt ein bisschen länger. Dann langsam hier wieder zurück. Und hier wird es nur ganz kurz. Was macht er jetzt? Okay, perfekt. Somit. Reicht das noch? Okay, gescheit gehabt. Похоже, нам тут не рады. По радио говорили. Дойти до Восточного фронта пешком. Сейчас, конечно, теплее стало, но все же, сколько там километров? И главное, куда? В какую сторону? Ладно, нам бы не попасться, а ноги выведут на нужный путь. Дуй, ренн einfach durch. Fertig. Jetzt kracht er auch alles zusammen hier. Ups. Nicht gesehen, dass da tatsächlich eine Falle war, dass man sterben kann da drin. Нет, 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 только не собака. Давай скорее, пока она за нами не побежала. Упсала, Doppelsprung hier. Darüber gesprungen, aufgeklettert. Так полоса препятствий. Ну ничего, глаза боятся, ноги прыгают. Mist, zu wenig Schwung gehabt. Kann ein bisschen Anlauf nehmen. Da muss ich wahrscheinlich nicht so springen, nicht so rennen. Mist. Ah, also die Sprungpassagen hier sind teilweise schwer einzuschätzen hier. Okay, sorry, ich bin nicht gesprungen. Okay, mein Fehler. Ah, jetzt hat sie nicht gesprungen. Hey, ich habe jetzt auf Springen gedrückt und er hat nicht reagiert. Also hat sie nicht reagiert. Die hat nicht reagiert. Okay, da wird ein Schuh draus. Ah. Okay, das wird noch 1000 Mal, wenn ich hier sterben. Nee. Stehen geblieben. Hey, ich hab doch Spring gedrückt. Wieso hast du nicht gesprungen? Hey, wieso springst du nicht? Also irgendwie, das mit dem Springen funktioniert nicht ganz hier. Jetzt endlich. Oh nein, da wäre ich bloß runtergeplumpst. Oh, ich hätte dir gerne gehabt. Hä? Aber nicht mit mir. Ich sterbe zwar an anderer Stelle 1000 Mal, aber hier könnt ihr mich mal. Und runter. Zurück in den Wald. Тихо, тихо. Где это мы? Keine Ahnung, wo wir sind. Стой. Und ich merke, wie wir können hier vorbei. Нам в него попадаться никак нельзя. Ja, das können wir nur machen, wenn ein Auto da ist. Okay. Кто-то едет. Ja, das braucht schneller. Aber der verdammt dicke Schnee verhindert sich. Hey, das ist auch noch als knapp bemessen hier. Zeitlich. Успели. Zeit haben, in den Schatten zu laufen. Okay. Tag, Tag.
Наконец-то! Железнодорожная станция. Все-таки по рельсам быстрее, чем на своих двоих. Понять бы еще, какой поезд нам нужен. Und irgendwie habe ich jetzt das dumpfe Gefühl gehabt, es würde jetzt, er würde jetzt hier der Scheinwerfer umstellen. Moment, muss der hoch da in den Waggon hinein? Ich dachte zuerst, er würde jetzt gleich den Scheinwerfer umdrehen. Es wäre einfach so, der. Nein, hoch. Это уже неплохо. Только вот куда он едет? Ладно, доверимся случаю. Ich hoffe es. Irgendwie ein dumpfes Gefühl. Здесь даже уютно как-то. Не тесно, по крайней мере. Ja, toll. Jetzt hält er wahrscheinlich wieder an, oder? Genau hier. Ой. Похоже, все-таки далеко он не уедет. Давай искать дальше. Haben wir hier drin noch was gefunden? Nein, können wir absolut gar nicht. Вот это kommt... мы с тобой вляпались. Ничего, okay, и не из таких передряг выбирались. Ты маленькая, юркая, кто тебя здесь заметит? Помнишь, как ты с папой в прятки играла? Поначалу он еще поддавался, делал вид, что не знает, где тебя искать. А потом ведь серьезно не мог тебя найти. Ты ведь почти час в той коробке просидела. Да, хорошие были времена. Den habe ich jetzt nicht auf den Plan gehabt. Oh, das ist jetzt aber wirklich genial gewesen. Er ist auch genial gleichzeitig. Halt, der Suchscheinwerfer kommt jetzt wieder zurück. Ich suche das auf uns jetzt auch wirklich auf beiden Seiten ab. Plötzlich kommt einfach einer aus dem Vordergrund hervorgeschält und findet uns dann und im Hintergrund dann diese Suchscheinwerfer, die uns jedes Mal Zeit tappen könnten. Oh, also wirklich, das ist wirklich genial. Und ist hier nicht sogar im Schatten folgt. Also, das ist. Ah, Mist! Okay, dieses Gegenstand. Ah, doch drüber! Das muss man jetzt mal so dermaßen knapp timen und so. Da, gleich die Wobbe. Und du jetzt? Also, aber irgendwie, das Ganze klingt irgendwie so ganz komisch wie ein Suchscheinwerfer. Jetzt drehst du wieder schnell nach links. Wie weit kann ich jetzt da nach rechts? Nur so weit, doch wahrscheinlich. Dann kann ich die letzte Kiste. Okay, gut. Wer hat mich jetzt gesehen? Du hast mich nicht gesehen. Ich stelle mich hier an, wie nichts. Ловкая, как тень. Только не зазнавайся. Терять бдительность нам нельзя. Я их буду нести и полюбить. Еще осторожнее. Выхода нет, надо ползти. Только бы не заметили. Aha, was hat denn der eigentlich? Hat der eigentlich der uns hier unten sehen? Ich habe einfach ab und zu das Gefühl, dass Lichtkegel einfach mal plötzlich nach unten geht.
Füße, bewegst dich bitte. Не люблю такие ситуации. Напряжённые. Она ещё вида, Айна. Окей, да, muss ich sagen, ganz netter Lichteffekt. So wie die Taschenlampe. Da muss man sagen, wieder ganz genial. Okay, dann geht das hier rüber. So, geschafft. Кажется, этим вагоном нет конца. Но это только кажется. Мы с тобой все преодолеем. Нет, так мы не пройдем. Заметят. Как же быть? Gute Frage. Nein. Что происходит? Ты там? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gemeint hat. Aber weiter nach vorne kann ich ja nicht. Das zweite ist mir damit draußen. Du musst sicher nicht wieder zurücklaufen, oder? Aha. Zurück zum Waggon, okay. Ups. Biggi! Was laufen? Taxi! Oh. Da muss ich aufpassen, einfach aufpassen. Mit den Sprungpassagen hier. Oh. Das ist. Nein! Muss er aufpassen bei den Sprungpassagen, was macht er? Okay, da muss ich jetzt nicht rennen. Das hat absolut keinen Sinn, dort zu rennen. Was ist das mit den Brettern hier? Also, oh. Und Sprungphysik ist schon ein bisschen auf eigen. Gut. Und weiter geht's. Durchrennen, durchrennen. Ich weiß auch immer, wie wir hier durchrennen müssen. Immer auf den Boden achtend. Dass ich dann wieder stolpere. Was ist wahrscheinlich gemacht? Nein, nein, nein. Glück ist ein Ruf. Залезай в ящик. Ну же, скорей. Ah, Landsmann, gut. Девочка, где? Не знаю, тут только я. Na, nichts los. Sagt einfach nichts nutz. Und das im Titel besteht noch keinen Sinn. Спасибо. Ты чего здесь делаешь-то, малая? Мне на Восточный фронт нужно. Там свои. Неужели прорвались к Польше? Вот так новости. У вас нашивка. Вы что ли? Да, много нас здесь, на чужой земле, в неволе. А ты-то как бежала? Да я еще той осенью. Это твой поезд подъехал. Скоро отправится. Так, давай прячься. Я тебя до вагона донесу. Данке. Данке. Все бы отдал, чтобы твою историю дослушать, но время поджимает. Я бы и сам в этот поезд сел. Только заметит меня. А у тебя еще есть шанс. Сейчас будем идти мимо охраны. Сиди тихо, иначе нам обоим конец. Ich bewege nichts am Controller. Absolut gar nichts. Aber danke, er schickt uns also sozusagen in Richtung Heimat. Aber wirklich, ganz nur Soldaten mit dem Lichtstrahl hier hin und her wachsen, aber kein einziger Hund. Erstaunlich eigentlich eher. Wir müssen doch auch irgendjemand hier, mindestens ein oder zwei Hunden hier rumlaufen.
um die ganze Fracht noch ein bisschen zu, durchzuschnuppern. Sind wir sicherlich die Ersten, wo wir in der Kiste drin verstecken, oder? Ah, danke. Aber kannst du uns reinschieben? Ohoho! Ольга, freust du dich? Как же нам повезло! Только представь, несколько часов, и мы уже на месте. Нас направят куда надо, а там уже и до дома рукой подать. Красота! Schön wär's. Только что-то поезд не едет. А что, если они вагоны обыскивать начали? Давай-ка мы с тобой тихонечко вылезем и посмотрим в щелочку, чтобы быть наготове в случае чего. Gut, aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Naja, das ist halt das Problem bei mir eben mit der Arbeit und so. Nie Freizeit und alles. Das Video muss ja auch mal hoch. Aber wirklich, das Nähen hätte man sich wirklich sparen können. Aber der Rest, ja, war wieder mal nett. Das war wirklich wie eine Art Mini-Wario-Wehrspiel. Naja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Glück wahrscheinlich ein bisschen anhält und wir wenigstens unbeschadet Richtung Polen können. Wo wir dann hoffentlich endlich auf ein paar Landsleute treffen, die uns weiterhelfen können. Aber eben, das sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt das Video einen Daumen nach oben. Ein Kommentar würde mich auch freuen. Ich bin Mr. Pause und sage Cheerio. Bis zum nächsten Mal.